Also, war das Bild jetzt eingefroren? Nee. So, ab in die Lobby. Da steht ja Venzio schon bereit. So. Und der Kampf beginnt. Jawohl. Übrigens, Venzio hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, der richtig, richtig gut läuft und richtig spannende und interessante Videos über hauptsächlich Film-Reviews zeigt. Da schaut ihr gerne mal vorbei. Ich verlinke euch den Kanal unten mal und erwähne auch natürlich seinen Kanal in der Beschreibung. Also wenn ich dran denke, wenn ich dran denke, wenn ich nicht dran denke, dann Venzio, schreibt gerne mal unten in den Kommentar rein. Ey, du hast mich vergessen. Und dann werde ich den Kommentar einfach irgendwie anpinnen oder so. Und dann findet ihr den Kanal auch. Ich weiß nicht, ob er noch ein paar Abonnenten braucht. Gut, ein paar Abonnenten kann man ja immer brauchen, aber er hat ja schon wirklich mega viel abgeräumt auf YouTube und ist eine richtige Maschine, auch beim Splatfest und bei Splatoon, eine richtige Maschine. Wir haben hier übrigens jetzt einfach einen Raum erstellt und da kann man dann auch mit Freunden spielen und andere, also um das Team voll zu machen, Switch können dann einfach mit rein switchen. Das ist übrigens dann auch der Grund, wenn ihr euch fragt, wenn ihr Splatoon spielt und dann euch denkt, oh, das sind aber manche, die sind ein richtig gut eingespieltes Team. Wie kommt denn das? Man wird ja immer durch Zufall in eine Gruppe rein geworfen. Das kann sein, dass man tatsächlich in bereits erstellte Räume dann reinkommt und dann da mit Leuten spielt, die sich schon kennen und man ist eben dann noch mit dazu reingepackt worden, damit man zu viert ist. Ja. Also was das angeht, das Krasseste, was ich da erlebt habe, das war bei Splatoon 2, es war auch kein Splatfest, war ein normales Spiel. Hab's leider nicht aufgezeichnet, weil klar, man zeichnet nicht alles auf. Aber da habe ich sogar gesehen, es könnte ein Heiratsantrag gewesen sein. Da hat nämlich jemand mit einem Kalligraph-Pinsel ein großes Herz gemalt. Das hat man dann auf der Map gesehen, also wenn man da X drückt, ne, also oder was das auch ist, wo man dann die Map sieht. Und das machen halt nur Leute, wo sich eben wirklich kennen. Also es wäre schon wirklich ein Mega-Zufall gewesen. Oder wo sich nicht wegsplatten. Also wo einfach da nur Squid-Party machen. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man ein Spiel gewinnen will, aber wie gesagt, Splatoon dich zu verbissen. Da ist ja der Weg schon das Ziel. So. I got Style. Ja, du hast einen Style. Ja, du hast richtig Style. Style. Wo ist eigentlich der, wo ist eigentlich der Benzio gerade? Hier, ja. Der chillt mal, wahrscheinlich mal wieder. Der sitzt jetzt irgendwo. Der lädt gemütlich seine Ulti-Waffe auf. Ich schätze mal, er hat den Ultra-Stempel. Schätze ich jetzt mal. Jetzt habe ich übrigens den Springer geworfen. Habe irgendwie gedacht, ich habe Bombe, aber habe ich nicht. Klecksbombe, nee, habe ich nicht. Sprengler. Sprengler bringen ja in so einem Getümmel nicht viel, weil die werden ja gleich wieder gesplattet. Sprengler bringen etwas, wenn man sie an irgendeiner Stelle hin platziert, wo man dann auch so einfärben kann. Also automatisch einfärben kann, wo keiner so leicht hinkommt. Oder das. Na toll. Klecksbombe. Das hat Arti mal vorgeschlagen, also der Arti, der wo hier, also dieser Minion, wo hier die Waffen verkauft, dass man mit dem Sprengler auch antäuschen kann, dass da ein Gegner wäre und dann ist da niemand. Also, ja. So, ja, mal gucken. Aha, die Manta Maria sieht ja sehr eingefärbt aus und ja, das ist ein Sieg. Das ist ein Sieg für das Team Pasta. Jawohl. Da tanzen die Puppen. Oioioi, hohohlala. Also, Venzio, ich wusste gar nicht, dass du so ein Breakdancer bist. Ja, und auch Mask oder wie er heißt. Richtig coole Pose, aber meine Pose ist natürlich die beste. Das wissen wir ja alle. Gucken wir mal auf die Endergebnisse. Übrigens, willkommen im Teil 2 von dieser Videoreihe, das chaotische Splatfest. Ihr seht, ich bin immer noch dem Wetter entsprechend angezogen und glorreicher Pasta-Fan, weil wir haben hier momentan 31 Grad und ich habe am wenigsten eingefärbt. Ich habe die wenigsten Färbpunkte. Oh, und wenn sie ist ein bisschen besser wie ich, aber ja, gut. Ich bin der Sieger der Herzen, ne? Oder? Oder ja. Dort, na, da kann man nichts, kann man keinen Sprengler hinsetzen. Jetzt haben sie diese Lobby hier. Ich gehe mal duschen, ja. Jetzt haben sie diese Lobby hier eingerichtet, dass man sich da so ein bisschen, dass man sich nicht so ewig langweilt, wenn man wartet. Aber ich will nicht sagen, es wird langweilig, aber es wird dann schon ein bisschen einseitig. Aber das ist dann halt eben so. Ja, das ist dann halt eben so. Ich will mich nicht beschweren. Und man trainiert ja auch ein bisschen. Cool wäre es natürlich, wenn man hier die Gegner nicht nur als Geister, sondern als. Oh!
Wieder ein Zehnerkampf. Ja, let's go. Da muss ich mich anders hinsetzen. Moment. Muss ich mich... Nee. Ja, da muss ich richtig hingucken. So, ein Zehnerkampf. Ja, den müssen wir gewinnen. So, ich will gleich hier das Rettungsboot einfärben. Oh, wie oft bin ich da schon ins Wasser gefallen, wenn ich das Rettungsboot splenden wollte. Hat ja jemand anderes die Idee, da einen Sprengler reinzusetzen. Ja, cool. Die Wahrscheinlichkeit, dass da Gegner hinkommen und das Rettungsboot färben, das ist schon relativ gering. Also da muss man schon richtig, richtig schlecht sein als eigenes Team, dass da ein Gegner hinkommt. Ja, ist aber eine Spielerei. Bringt ja nicht so viel, aber es sind eben verschwendete Punkte, wenn man es nicht macht. So, ich verschanze mich hier ein bisschen, weil ihr seht, dieser Blubber hat ja wirklich eine enorme Reichweite. Da kann man ja wirklich sehr, sehr weit blubbern und Gegner treffen. So, jawohl. Was ist denn das hier? Manche Ulti-Waffen verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich bin aber auch ehrlich, wenn Arti die Waffen vorstellt, es ist schon sehr langwierig. Also da müsste man sich wirklich was einfallen lassen. Man kann zwar irgendwie schneller vorspulen oder so, aber ich hätte mir da eine Skip-Funktion einfach gewünscht. Und dass man wirklich nur dann, wenn man die Waffen anwählt und dann erklär mir mal, was man damit machen kann. Das wäre viel besser. Aber wenn neue Waffen dazukommen und man geht in den Waffenladen zu Arti, man muss sich wirklich gefühlt stundenlang dann dieses Gebabbel anhören. Ja, jetzt habe ich den Sprengler falsch angesetzt. Der sollte ja da hoch, der bringt da ja gar nichts. Naja, egal. Entweder man kann es skippen oder man kann es wirklich nur, wenn man es auswählt. Weil wenn ich in einen echten Laden gehe, dann erzählt mir ja auch nicht der Gemüsehändler bei Edeka zum Beispiel. Grüße gehen raus an Edeka, ja. Ich liebe auch Lebensmittel. Der erzählt mir dann ja auch nicht über jedes Obst und über jede Gemüsesorte alles, sondern der erzählt ja auch nur dann, wenn man eine Frage stellt. So. Und das würde ich mir für Splatoon eben wünschen. Weil das dauert schon enorm lange. Und dann vergesse ich das auch. Ich spule eben dann vor, weil man kann es nicht skippen. Man kann dann erst kaufen, wenn die neuen Waffen eben auch vorgestellt wurden von Arti. Und das ist schon anstrengend. Ja, das würde ich mir wünschen. Das wollte ich dann damit sagen. Dann habe ich schon wieder vergessen, was macht jetzt die Waffe nochmal? Wo ist jetzt da die Ulti? Und am besten, ich empfehle euch, da dann einfach, wenn ihr in den Laden geht, die Waffen in diesem Testmodus da einfach zu testen. Einfach gucken. Und der beste Test ist eben hier im Real Game, wenn man sieht, okay, zum Beispiel mit diesem Pfeil und Bogen oder mit diesem komischen Wischding, da komme ich im Real Fight überhaupt nicht klar. Dann hat man es ja schon gekauft, ne? Ist egal. Aber es war ein Sieg. Ein Zehnkampfsieg. Foto ist gemacht. Kommt vielleicht aufs Thumbnail. Mal gucken. Keine Ahnung. Mit Thumbnails. Das ist ja immer so eine Sache. Was packt man auf das Thumbnail drauf? Da muss ja der Kip mit drauf. Da muss der Kip-Splat mit drauf. Da muss der Hintergrund mit drauf. Da muss der Splatoon 3 Schriftzug noch mit drauf. Ach, keine Ahnung. So, und eine Festmuschel. Gegenteil von Flüssigmuschel. Und Venzio ist wieder einfärbtechnisch besser als ich. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. So, ich stelle mich hier mal unter die Dusche. So, bis später. Ja, wir sind immer noch auf der Manta Maria. Ist immer noch... Ja, jetzt geht's gerade gegen das Brot-Team. Brot. Ich esse sehr gerne Brot. Und zwar nicht nur das Weißbrot und Toastbrot, sondern so richtig, richtig schön mit großer Kruste und so richtig rustikales Brot. So richtig Vespern, ja, wie es richtige Männer... Moment, ich bin ja Kip Supernova, aber mein Lieblingsessen ist ja Jelly, ja. Uhui, Brot. Brot, gibt's auf meinem Planeten Brot?
Ich weiß gar nicht, so weit bin ich noch gar nicht, die Kulinaristik auf Planet Koba da richtig auszuarbeiten. Juhu! Ja, nee, Juju! Nicht Juhu, Juju! Ja, da freut sich, ja, Juju! Ja, Tuck und die Power des Juju. Es ist auch eine mega tolle Serie von Nickelodeon. Aus der Zeit, wo Nickelodeon schon nicht mehr so gut war, eigentlich aber die Tuck und die Power des Juju. Toll. Basiert übrigens auch auf einem Spiel und da kommt jetzt spontane Idee. Ich könnte ja mal Tuck spielen. Geht das? Kann man das auch für den, kriegt man das auch für den Computer? Ich weiß gar nicht. Mal gucken, da müsste ich mal recherchieren, ob das jetzt irgendwie so ein PlayStation-Ding ist. So, das habe ich gemeint. Man splattet drauf und splattet und splattet und Juju splattet mich trotzdem weg und scheint irgendwie einen Schutzschild zu haben. Ja, toll. So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein, ist auch egal. So, oi. Also der Gegner ist schon im eigenen, in der eigenen Hut hier. Das geht natürlich gar nicht. Aber von uns ist niemand weggesplattet. Wo sind denn alle? Achso, ja, beim Essen waren wir. Auf Planet Koba ist ja viel Essen auf Algenbasis und auf irgendwie Clipper und Gelee-Basis. Und, aber ich habe die Kulinaristik von Planet Koba jetzt noch nicht so ausgearbeitet. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es da auch irgendwie Brot oder so gibt. Mit Essen, das ist ja auch immer so eine Sache, da muss man ja immer aufpassen. Oh, cooles Outfit. Übrigens, hat die Hörner aufgesetzt. Ist das ja immer so eine Sache, weil also Fleisch essen ist ja ein Tier getötet. Milch und oh, diese ganze Diskussion. Ich habe echt überlegt, soll ich für meine Science-Fiction-Geschichten, soll ich aus den Kopex eine grundsätzlich vegane Gesellschaft einfach machen? Dann habe ich wieder gedacht, nee, es ist doch ein anderer Planet und das sind doch keine Menschen. Deswegen lasse ich das mal offen. Auch Kips Lieblingsspeise, Pizza, kann es ja eigentlich auf einem anderen Planeten nicht geben, theoretisch. Ja, Venzio hier wieder besser eingefärbt wie ich. Und dann noch das Spiel verloren. Also sag mal, also Venzio, du musst dir mehr Mühe geben hier, ja? So, Kampf beginnt. Ich hoffe, das wird jetzt hier mal besser. Sonst abonniere ich deinen Kanal noch. Ich meine, deabonniere. Wieder ein 10er Kampf. Jetzt aber ran. Jetzt aber ran. Ne? Weil im Gegnerteam ist Steve, ja? Und ich habe gehört, also Steve, also... Und dann auch noch Team Brot. Also wenn man Steve heißt, einen weiblichen Inkling hat und auch im Team Brot ist. Also solche Leute, die haben vielleicht noch eine Switch zu Hause und spielen dann. Achso. ja, Husten, wir haben ein Problem. Oh je, schon die Coolkugel im Anmarsch. Und wer hat mich weggesplattet? Es war nicht Steve, es war Blubli. Blubli! Aber wir sind jemand aus dem Team Blue. Ja, Blue. Natürlich, kurz bevor man die Ulti-Waffe aufgeladen hat, weggesplattet zu werden. Das ist natürlich immer eine große Freude, hier sich zu verschanzen und warten, bis die Ulti-Waffe aufgeladen ist. Ist schwierig, weil man muss ja einfärben, um die Ulti-Waffe aufzuladen. Also für alle Anfänger und die, wo das Video zum ersten Mal sehen, die Ulti-Waffe ist erst einsatzbereit, wenn man eine bestimmte... Oh, no! Mano! Steve! Und wo ist Venzio? Ja, das ist... Was macht denn der eigentlich? Ich sehe den irgendwie hier nie arbeiten, hat aber immer viele Färbpunkte und flext damit herum. Hohoho, ich habe schon den Ultra-Welz, den Elektro-Welz und so weiter. Aber man sieht ihn irgendwie nie arbeiten. Venzio, ich will Beweise sehen. Ich will Beweise sehen. Du bist doch kein Cheater, oder? Also ja. Ah, so, der Wasserspiegel fällt. Das heißt, es gibt mehr Einfärbfläche. Und ich kann den Regen, bevor ich hier weg ist... Ah, das war knapp. Das war's richtig knapp. Übrigens auch. Deswegen mag ich diese Steve. Also Steve, dich habe ich im Auge, ja.
Diese Maps mag ich eben, wo sich dann nach einer gewissen Zeit die Map selbst ändert und es gibt mehr Einfärbfläche. Das finde ich richtig toll. Aber wie gesagt, meine Wunsch-Map wäre so ein Stadion, also wo es wirklich nichts gibt zum Verstecken und nichts gibt, sondern einfach eine riesige freie Fläche und die Zuschauertribüne, da sitzen einfach die Zuschauer. Also da sitzen dann Leute, die wo einfach nur lurken, also die einfach nur zugucken. Das wäre doch mal was. Also das Nintendo, ja, also wenn ihr davon hört, bitte. Also erstens mal die Anbindung an Facebook irgendwie so ein bisschen verbessern, dass man auch Facebook-Seiten und nicht auf dem Hauptprofil Sachen teilen kann. Aber so eine Arena, so ein Stadion, so ein Olympiastadion, das wäre richtig toll. Oder so ein Open World Game, Splatoon. Ach, Splatoon hat so viel Potenzial, richtig viel Potenzial, dass man Splatoon auch so als Experience haben kann. Ja. Ja, danke, Steve. So, ich will. Das ist Steve? Ja, das ist aber richtig cool. Angezogen. Ja. Octolinge sind auch cool. Ja. Toll. Wo ist eigentlich Venzio? Also, ich stehe jetzt hier im Café. Hier ist es ganz gemütlich. Irgendwie habe ich das Gefühl. Nee, er ist noch da. Er ist noch da. Aber wo ist er denn? Spielt er noch mit? Ist er eingeschlafen? Ah, doch, 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 da ist er. Da ist er. Da ist er. Ja. Wie gesagt, hier an dieser Stelle nochmal soll Werbung gemacht werden für Vencios absolut richtig, richtig krassen YouTube-Kanal. Schau da unbedingt nach. Er hat nämlich richtig gute Filme, unter anderem Nix wie weg vom Planeten Erde, den Goofy Movie und der Tag, an dem die Erde Feuer fing, gereviewt. Das sind ja sowieso die absoluten Meisterwerkfilme. Total underrated, vor allem Escape from Planet Earth. Total underrated, ja. Hab ja gehört, dass es eine Fortsetzung hätte geben sollen und die ist dann eingestampft worden. Über Details will ich jetzt hier nicht sprechen. Da mache ich ein separates Video sowieso darüber. Ich habe nämlich ein paar Sachen wieder gefunden zu dem Film. So ein paar Hintergrundsachen. Hintergrund. Ja, so, das ging daneben. Wer war das? Clan. Und dann. Ja, interessanter Name. Soll auf jeden Fall gespannt sein. Da mache ich ein Video dazu. Übrigens, wer auf Videos nicht warten möchte, darf auch gern auf meinem Blog reinschauen. Der heißt einfach Kip Supernova auf Tumblr. Das sind auch längere Texte. Das habe ich vor allem, wo ich mich von Twitter bzw. X jetzt entfernt habe, nutze ich dann verstärkt natürlich Threads, Blue Sky und Tumblr für lange Texte. Für so Blogtexte hatte ich ja eigentlich schon immer, bloß habe ich jetzt Kips Laboratory erstmal auf Eis gelegt auf Tumblr und wieder Kip Supernova, weil da verstärkt eben in Anführungszeichen reale Dinge geschrieben werden. Und auf Kips Laboratory habe ich ja die Fiktion und die realen Sachen irgendwie so ein bisschen vermischt. Fiktionale Sachen sind jetzt wirklich nur auf meiner Homepage auf planetbarb.space, auch da gerne mal reingucken, verankert. Und wenn ich ein bestimmtes Thema habe, über das ich reden möchte, als sei es jetzt über Klimawandel oder keine Ahnung, die NASA entwickelt einen Warp-Antrieb oder irgendwelche Filmtheorien oder so, dann sind die auf meiner Sampler-Seite, auf meiner Sampler-Blog-Seite, Kip Supernova. Auch Link dazu müsste unten irgendwo stehen. So. Wie gesagt, schaut unbedingt auf Vencios Kanal vorbei. So. Es sieht, ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Ich bin irgendwie, ich bin an derselben Stelle hier irgendwie festgewachsen und komme irgendwie nicht weiter. Und überall, Bang! Splatoon und Ori sind wie Australien. Irgendwie will ich alles dort töten. Also von allen Seiten. Ich weiß nicht, was wollen die alle von mir? Ich will doch hier nur einfärben. Ich bin doch hier von einer Malerfirma, wo die Manta Maria hier schön einfärben möchte. Ich krieg's ja hier nicht mal gebacken, hier hochzuspringen. Und ständig will man mich bei meiner Arbeit hier aufhalten. Das geht nicht. Ich gehe hier zur Gewerkschaft. Ja, ich gehe zu Team Wallraff.
Das ist ja, es ist ja unglaublich. So, den Regen habe ich noch geschafft und im Regen verabschieden wir uns in die. Oh. Ich wollte Sommerpause sagen. Sieht eher nach Winterpause aus. Glückwunsch an das Team Reis. Was bei 31 Grad frieren die zwei. Vielleicht solltet ihr mal euren Blutdruck messen lassen. Ja, wir melden uns gleich wieder zurück. Bitte bleiben Sie dran. Ja, die Feuerwerkskracher, die krachen hier ja wirklich mächtig. Ich mach mal den Ton lauter. So, könnt ihr mich noch hören? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Ich habe nämlich selbst keinen Ton. Aber ja, hier ist richtig, richtig viel los. Hier geht die Post ab. Hier splattert es. Hier splitscht es. Hier regnet es. Das Gegnerteam hat auch den Regen. Die Regenwolke hier. Ich will es auch jetzt mal endlich regnen lassen. So, Wasserspiegel fällt. Woanders steigt er, bei uns fällt er. Das ist der umgekehrte Klimawandel. so, wunderbar, lass es regnen. Ja, ich lass es regnen. Ja, es blätter mich doch weg. BK. NBK? Also wenn da jetzt ABK gestanden hätte, der wäre dann... Oh, da hätte ich mir mal Gedanken gemacht, ja. Das ist ja wirklich... Das ist ja hier... ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ich kann, bei mir geht einfach nur noch der Mund auf und zu. So, jawohl, wieder von demselben. Nee, jetzt ist es Vampire-Tier. Ja, ist schön. Wenn man mal weggesplattet wird, dann ist es komischerweise, sind es immer dieselben Leute, die immer wieder an derselben Stelle wegsplatten. Und die Gegner. Und die Leute aus dem eigenen Team, die sind irgendwie nie da. Aber die Gegner, die sind dann irgendwie überall. Die sind vor dir, die sind hinter dir, die sind neben dir. Und gleichzeitig färben sie aber kräftig die Map ein. Das ist schon ein bisschen komisch. Verdächtig. Sass, wie man heutzutage sagt. Ja, weil es ist ja, ja irgendwie Sass und Digger und Bruder und Schwester. Und keine Ahnung. Also das ist schon echt, das ist echt komisch. Was die Sprache hier so zu bieten hat. Und ja, so, 4, 3, 2, 1, meins, tschüss, das war's, gewonnen, verloren, was auch immer. Glückwunsch an das Team Katze, an das Team Maske, an das Team Brot, aber coole Masken, vor allem hier von Blubli, sieht schon cool aus. Es erinnert mich an den Karneval in Venedig. So, ich guck mal, wo Venzio steckt. So, der Kampf beginnt. Also so wie es aussieht, ist er immer noch in der... Nee, hä? Wo ist er denn jetzt? Also Nathan ist da und so weiter. Also ist kein Venzio, hä? Game Josie. Und wir spielen gegen Octolinge. So, aber wo ist denn der? Der hat sich jetzt endgültig verkrümelt. Ey, also... Junge! Also einfach nur... Nee. Üpp. Ja, so viel zum Thema chaotisch. Nee, das wollte ich gar nicht. Das hier. Nee, das. Das heißt, irgendwie... Wo ist er? Wo ist er? Der lässt mich jetzt hier alleine. Ja, toll. Super. Wenn man nicht alles alleine machen... Alles muss man selber machen. Und jetzt regnet es schon wieder. Meine Damen und Herren... Und geschlechtlich Unentschlossenen, unser Wetterbericht des Tages, es regnet mal wieder. Reistinte, bitte ziehen Sie sich einen Regenmantel an. Es könnte auch Reiskörner in Ihren Haaren stecken. Sollten Sie aber ein Kobex oder ein Babianer oder ein Inkling oder Octoling sein, dann achten Sie darauf, dass die Reiskörner nicht auf Ihren Tentakel Haut, Kopf, Lappen hängen bleiben, weil nämlich das sonst zu einer Reiskratze führen kann. Das war jetzt gerade Quatsch, ich weiß. Toll. Ja, super. ja, der Wetterbericht. Der Wetterbericht aus Splatville. Das wäre richtig cool, wenn es in Splatville auch regnen könnte. Und schneien. So im Winter, in der Christmas Season. So gefrorene Tinte. So auf Eis.
Splatoon auf Eis. Splatoon on the rocks. Das wär's. Ja. Das wär's. Aber ich glaube, in dieser Welt gibt's keinen Winter. Da ist es irgendwie ein bisschen... Es gibt ja so Fantheorien über Splatoon, über diese Welt. Da könnte ich gerne mal was drüber schreiben oder was drüber, ein Video drüber machen. Weil man hat ja im Teaser-Video von Splatoon 3 haben ja manche gemeint, sie hätten da den zerstörten Eiffelturm gesehen und dass das hier die Erde in der fernen Zukunft ist, wo die Menschen ausgestorben sind oder so. Ich hoffe, ich schieße jetzt hier nicht ins Kraut und rede mich jetzt hier um Kopf und Kragen, weil das vielleicht im Story-Modus erklärt wird, den ich immer noch nicht gespielt habe. Boah, jetzt regnet es wieder, ich brauche einen Regenschirm. Au, ey, boah, ekelhaft. So, hier, nimm meinen Regen. Das ist viel schöner, Pasta-Regen. Deswegen würde ich vielleicht erst die Story-Games durchspielen, bevor ich da dann irgendwelche Theorien draus habe. Aber die Story um Splatoon und die Splatoon-Welt, die ist bestimmt, also die ist richtig, richtig interessant. Wie gesagt, eine Anime-Serie. Die Mangas gibt es ja schon, eine Anime-Serie zu Splatoon. Ist eigentlich jetzt das, auf was wir noch bestimmt auch, ihr bestimmt wartet. Bestimmt auch auf das Ergebnis. Ein Sieg für Team Pasta. Alles Pasta, jawoll. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum sind wir eigentlich grün? Ah, wahrscheinlich wegen der Pesto. Die grüne Pesto. Und dann auch noch die grünen Gummistiefel. Grünen Gummistiefel. Es passt einfach alles. So, für Kip. Und ich gucke jetzt mal geschwind nach, wo Venzio steckt. Bitte bleiben Sie dran. Also, der feine Herr ist rausgegangen und wollte irgendwie einen neuen Raum aufmachen. Und ich habe aber schon gespielt und dann hat er auf mich gewartet, ich soll einen neuen Raum aufmachen. Und irgendwie und sowieso funktioniert da irgendetwas nicht. Keine Ahnung. Also, ja. Ich hau hier mal meine Feuerwerkskracher raus. Doch, Feierkracher. Feierkracher. Wie kommt der Feierabendskracher? 7 Stück. Oh, weil Zwecksplatten hier jetzt richtig, richtig... richtig gut funktioniert, aber jetzt sind sie weg, weil ich gesplattet wurde. Jetzt könnten einige sagen, Kip, geh doch einfach mit Venzio in den Discord, dann könnt ihr miteinander quatschen, weil so diese Tipserei auf Telegram, die ist schon ein bisschen aufregend. Die ist schon ein bisschen nervig. Ich will aber hier ein kleines Geheimnis verraten. Venzio, wenn du das Video bis hierhin guckst, bitte nicht böse sein, ja, bitte nicht falsch verstehen. Aber vielleicht guckst du es auch gar nicht, dann muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Aber ich kann mich einfach nicht konzentrieren, wenn ich im Discord rede und gleichzeitig hier spiele. Das ist so ein bisschen, ich muss das mal wieder ein bisschen üben, weil das ist eben, das gehört eben auch dazu, wenn man so ein bisschen so Social-Ding betreibt und mit Freunden, naja, was heißt Freunde, also Kumpel, also was heißt Kumpel, also... Bekannte, also Leute, wo man eben so kennt, ne, also wo man halt so mit Namen kennt und so spielt und wenn man sich dann da auch miteinander dann unterhalten kann, dann ist das schon ganz nice, aber beim Splatfest, ich heiße auch nicht, da liegen bei mir die Nerven immer so blank und dann nervt mich das, wenn ich dann immer mit jemandem da rede und dann irgendwelche Themen besprochen werden. Und da kriege ich dann schnell Kopfschmerzen. Aber ich arbeite daran. Ja, also ich arbeite daran. Vielleicht sollten wir mal so eine... Also wenn du das jetzt hier siehst... Warte mal, ich guck mal geschwind in die Kamera. Nein. Also wenn du das jetzt hier siehst, gell? Sup. Wenn du das hier siehst, wir könnten ja mal so eine Übrunde machen. Dass wir einfach mal entspannt spielen. Irgendwas ganz Einfaches. So wie zum Beispiel Ori, ja, ich könnte ja mal Ori spielen und so auch entspannt, ja, aber das ist ja ein ganz einfaches Spiel, das ist auch für Gelegenheitsspieler leicht durchzuspielen, spielt unbedingt Ori, so, ich lasse es hier regnen, oh, das ist wunderschön, Moment, ich muss mir das geschwind mal angucken, das ist wunderschön, ach, herrlich, ach so, wo war ich? Ja, hier. Da machen wir mal so eine Übrunde, wo wir einfach entspannt uns auf Discord unterhalten und wo ich dann
mich mal wieder dran gewöhne, mich mit jemandem zu unterhalten, während ich spiele. Und das können wir halt aufzeichnen und dann wird das bestimmt so ein richtig lustiges Video, ja? Also, du darfst bestimmen, was für ein Spiel, ja? Bloß nichts Gemeines. Also, wie gesagt, so was ganz Einfaches, wie zum Beispiel Ori, wo man es so ganz entspannt durchspielen kann. Es darf aber auch Splatoon sein, ja? Wobei, wenn ich überlege, Ori würde ich schon gerne mal wieder als Nightstream oder als noch so was für... Ach, egal. Ich nehme ja mal wieder zu viel vor. Nein, ich werde Ori spielen, wenn ich einen Controller habe. Weil ich habe gehört, das soll mit Controller einfacher sein. Also so ein bisschen einfacher jedenfalls. Ich werde es versuchen. Ich werde die Herausforderung annehmen. Ja. Oder wir können so ein Testvideo machen, wo wir uns unterhalten auf Discord und einfach mal so entspannt. Ich spiele dabei entspannt Ori oder irgendwie sowas. Das können wir mal machen. So auf entspannt. Ja. So. Peng. Yippie. Ja, der Yippie, der freut sich. Ja. Der freut sich. 31 Grad und es wird noch heißer. Oh, echt. Echt ätzendes Wetter. Also, ich habe nie verstanden, warum muss man, wenn es in Deutschland schon 31 Grad hat, Urlaub in Ländern machen, wo es noch heißer ist. Es gibt aber Leute, wo das mögen, habe ich gehört. So wie es auch Leute gibt, wo es mögen, wenn es kalt ist. Ich mag ja beides. Beide Extreme mag ich nicht so. Aber bei kalt, da kannst du dich wenigstens noch warm anziehen und warm einpacken. Während wenn es warm ist, irgendwann gehen dir eben die Klamotten aus. Und dann stehst du eben da, ne? Und schwitzt trotzdem. Also es ist schon wirklich nicht ganz so ohne. So, ui, ich hab's geschafft, darüber zu springen. Kann ich noch den Regen? Ja, ich kann es regnen lassen. Yes, jawohl. Peng, ja, so, ja. Toll. Palhinia. Palhinia. Bei manchen Spielernamen sieht man, dass da irgendwie entweder der Account von Mama oder Papa benutzt wird oder Mama oder Papa spielt. Also ich habe auch schon Namen gesehen, wo dann wirklich, was weiß ich, da stand dann Christiane oder irgendwie so oder Beate. Und wer nennt denn seinen Inkling Christiane oder Beate? Das ist bestimmt dann irgendwie eine Tante oder eine Mutter oder keine Ahnung. Oh, jetzt kriege ich bestimmt ganz viel Ärger von den Frauen, muss sagen, das ist ja gemein, wie redest du? Aber es gibt ja, ich bin ja nicht mehr auf X, ja, also können wir mich ja weg-Xen auf Twitter. Oder schreib's in die Kommentare, ja? Schreib's in die Kommentare, gern mal in die Kommentare schreiben. Kipp, du hast was gegen die Jakai. Auch der Kai und der Jöppelhühner. Ich bin hier völlig schon durch. Ich bin durch. Ich bin urlaubsreif. Ich bin richtig urlaubsreif gerade. Es wird Zeit, dass ich jetzt mal was anderes sehe. Immer nur Splatoon. So. Splatfest. Oh, das war ganz knapp. Das war wirklich ganz knapp. Nur ganz knapp vorbei. Ganz knapp vorbei. Ich glaube, ich spule mal an den Schluss vom Splatfest. Bis gleich. So, und da sind wir schon am Ende. Es ist Montag. Also, wenn ich das Video aufnehme, es ist Montag. Wetterbericht. 31 Grad im Schatten. Und wir sehen jetzt die Ergebnisse vom Splatfest an. Und da gucke ich jetzt natürlich rüber. Nee. Bam. Oh, Reis hat aber richtig abgeräumt. Da kann man nicht meckern. Ja, da kann man echt nicht meckern. Aber jetzt. Oh, ja. Endergebnis. Oh,
Okay, ja. Ja, also ich würde mal sagen, das war ganz, ganz knapp. Für das Team Reis, ja, für Brot ging es um die Wurst, doch das Ergebnis war Käse. Mein Senf dazu. Ja, meiner auch. Reis hat wirklich mit Abstand gewonnen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, liegt es daran, dass eben in einem Team einfach sehr viele Spieler mitspielen und da schon der Sieg eigentlich schon vorprogrammiert ist? Oder sind das wirklich die Skills und der Algorithmus im Hintergrund, der rechnet das eben immer so aus, dass es irgendwie gerecht ist? Ich habe absolut keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wisst ihr's? Ihr wisst es bestimmt. Oder Venzio weiß es bestimmt. Venzio, schreibt mal gerne unten in die Kommentare rein. Irgendwo, bitte nicht auf Telegram, bitte schreib es in die Kommentare, weil das Video gepusht wird. Ja, ich schreibe danach was in deine Kommentare. Hat es irgendwie, hat die Menge der Teilnehmer Auswirkungen auf das Ergebnis? Das würde mich mal interessieren. So, ich komme jetzt gleich hier mal zum Schlussakt. Wir sehen uns gleich wieder. Bitte bleiben Sie dran. Ja, und da steht er. In zerrissenem Shirt, mit Gasmaske und Gummistiefeln. Jetzt hätte ich fast Gummizelle gesagt. Wieder wie am Anfang. Joa. Was soll man dazu sagen? Es ist eben wie es ist. Aber es gibt in einem Splatfest nur Gewinner, keine Verlierer. Na doch. Es gibt auch Verlierer. Ja, sonst wäre es ja kein Wettkampf. So, die Tradition verlangt mit dem zerrissenen Hemd nach dem Splatfest ein paar knackige Runden unter der Dusche. Dusche ist das Stichwort. Bei dem Wetter muss man duschen. Am besten kalt. Und dann nichts arbeiten. Sich einfach ausruhen, weil man darf sich nicht überanstrengen bei 31 Grad. Ja. Was gibt's über das Splatfest zu sagen? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich jetzt so negativ an, aber wenigstens mit der Lieblingsfarbe darf ich splatten. Schön. Es hört sich so negativ an, aber es war, glaube ich, mein schlechtestes Splatfest. Ich habe jetzt ja nicht alle Spiele aufgezeichnet. Ihr habt jetzt nicht alles gesehen, wie ich gespielt habe und was ich gespielt habe und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt so ein bisschen zusammengefasst, gezeigt. Aber ich habe mich schon viel aufregen müssen. Es hat ehrlich gesagt zu 90% nicht wirklich Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich zwischendurch überlegt, soll ich es einfach abbrechen, soll ich es einfach mal lassen? Wenn es keinen Spaß macht, soll man es ja eigentlich nicht machen, weil man soll nicht mit einem negativen Gefühl aus dem Ganzen rausgehen. Aber das ist ja gerade das, wenn ich etwas einfach aufhöre, dann ist es ja auch mit einem negativen Gefühl aufgehört. Versteht ihr, was ich meine? Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich ziehe es durch und mache eben ein lustiges Video darüber, wo ich eben aber auch dann ehrlich darüber rede, dass es eben nicht so gut war. Was ist nicht so gut? Es ist so, ich hatte auch dann schon Spieldurchgänge, wo mein Team gewonnen hat, wo ich mich aber trotzdem nicht gut gefühlt habe, weil es einfach irgendwie, ich weiß nicht warum, aber so, ja. Keine Ahnung. Vielleicht brauche ich auch mal Abwechslung als Splatoon. Sollte mal die anderen Kampfmodi spielen, also Turmkommando und so weiter. Und den Story-Modus. Das werde ich nach meinem Urlaub machen, weil ich bin jetzt die Woche dann weg und habe keine Zeit, überhaupt irgendwas zu spielen. Habe da noch eine ganze Weile frei. Das bedeutet, ich werde mich dann nach dem Urlaub an andere Spiele ransetzen und auch bei Splatoon mal was anderes spielen, wie immer hier nur. Ich habe gefühlt, spiele ich immer nur dann Splatoon, wenn Splatfest ist und dazwischen fast gar nichts mehr. Und auch so Videos über Splatoon kommen irgendwie nicht mehr so zu Potte. Deswegen werde ich das auf jeden Fall nachholen. Und ja, wie gesagt, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das letzte Splatfest, war irgendwie nicht so, es hat mich nicht so gepackt. Vielleicht ist es auch so, wenn man in Anführungszeichen immer alleine spielt, mein großer Plan oder meine Gro Plan, also was ich mal gerne machen würde,
wäre wirklich so ein Splatfest-Event-Wochenende, wo man auch wirklich dann auch Real-Leute da hat und dann so eine Art Party daraus macht. Wäre vielleicht mal, ja, wünschenswert. Das wäre vielleicht mal so, würde ich mal gerne machen. Aber wie gesagt, sowas muss man ja auch richtig planen. Und wie gesagt, die anderen Spielmodi stehen auf jeden Fall auf dem Plan. Und wenn dann andere Spiele raus sind. Und wie gesagt, also so über Discord mal so ein bisschen labern und im Hintergrund so nebenher Ori spielen, gerade so als Test, ja, so als als Trash-Format, wie man heutzutage sagt. Ich weiß gar nicht, diese, keine Ahnung, würde ich gerne mal machen, um erstens mal wieder so ein bisschen Discord-Plauderei zu machen und eben auch mal wieder bei Ori so ein bisschen reinzugucken. So just for fun. Ja. Ui, diese Farben, die gehen ja auch gar nicht. Wobei, das läutet schön. Das ist schon, das hat schon was. Aber das Grün, oh, das ist irgendwie so. Es tut schon in den Augen weh. Aber ob grün oder rot, ich mag Splatoon und bin kein Idiot. So, das hat sich jetzt rein müssen. Darf man eigentlich Idiot heutzutage noch sagen auf YouTube? Schon, ne? Darf man ja ganz andere Wörter sagen. Ja, aber Schimpfwörter oder so Wörter, wo unter der Gürtellinie sieht, das sieht, hört, schmeckt, riecht man auf meinem Kanal ja so gut wie gar nicht. Ich bin vielleicht auch viel zu nett. Bin ich viel zu nett? Keine Ahnung. Zum Beispiel hier bleibe ich jetzt auch ganz entspannt, weil mich nahen weg. Oh, mit dem Krampanzer. Krabbenpanzer ist ja eine tolle Ulti-Waffe. Also der Krabbenpanzer, der ist nur so zu empfehlen. Der ist richtig, richtig toll, wo man richtig drauf sitzen und dann so rumsplatten kann. Der ist schon, der Krabbenpanzer, der ist super. Da werde ich regelmäßig runtergeschossen, wenn ich den selber spiele und selber treffe ich ihn nie. Aber ja, was soll's. Knapp vorbei ist ja auch daneben, auch gewonnen. Jawoll. Spitze. Bäm. Jung. So, erstmal was anderes anziehen. Für die Jacke, für die stylische Jacke ist mir es ehrlich gesagt zu warm. Und mit der Gasmaske auch. So, der Feuerwehrhelm. Feuerwehrhelm und weißes T-Shirt. Weil ihr wisst ja, dunkle Farben ziehen ja die Sonne besser an. Dann schwitzt man mehr. Deswegen habe ich ja privat fast nur schwarze T-Shirts. Weiße T-Shirts oder helle Sachen anziehen bei dem Wetter am besten. So, und auch natürlich den Feuerwehrhelm nicht vergessen. Ja, so sieht es doch richtig toll aus. Und die Gummistiefel, es tut mir leid, die Gummistiefel, die müssen einfach sein. Was anders kommt mir hier nicht in die Tüte. Ja, also mit dem T-Shirt und mit dem Feuerwehrhelm spielt sich's ja gleich ganz anders. Ah, oh, und der schöne Regen. Wunderbar. Übrigens, ich habe auch bei dem Splatfest den Dreifarbkampf gespielt, aber nicht aufgezeichnet. Also die zwei Dateien, wo ich offiziell auf Aufnahme gedrückt habe, haben einfach mal 0 Kilobyte. Also es sind leere Dateien. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das war übrigens auch zu dem Zeitpunkt, wo ich Venzio verloren habe, wo er plötzlich weg war. Venzio, hast du meine Aufnahmen manipuliert? Also jetzt geht's aber, also jetzt geht's aber los. Was, wie heißt die Cat Piece 4, 5? Okay. Jetzt geht's aber los. Hier. Meine schönen Dreifarbkampf-Wettkämpfe bei Splatoon. Einfach mal so weg. Also, ich weiß nicht. Darüber reden wir noch, ja? Also darüber reden wir noch. Das geht ja mal gar nicht. Jetzt meine Zuschauer hier, ja, die sind jetzt alle enttäuscht, weil sie jetzt meine Dreifarbkämpfe nicht sehen werden vom Splatfest. Echt. Also, was kommt denn da als nächstes? Was kommt da echt als nächstes? Also, Leute, geht unbedingt auf seinen Kanal. Klickt am besten jedes Video an. Lasst es durchlaufen. Wenn euch nicht interessiert, was er da redet, macht einfach den Ton weg und lasst einfach im Hintergrund laufen. Am besten ein paar Mal noch F5 drücken, dass sich die Klickzahlen ein bisschen erhöhen. Und schreibt unter jedem seiner Kommentare, unter jedem seiner Videos einen Kommentar. Und zwar entweder Banane oder Kipp ist der Beste. Ja,
Das wäre richtig, richtig toll von euch. Und allein schreibt auch, Venzio ist der Beste. Ja, er ist ja wirklich der Beste. Also er ist der Beste in dem, was er macht. Ist er der Beste auf YouTube, auf seinem Kanal. Also, jo. So, 1A verloren. Schön. Ui, das ist orange, das ist aber auch richtig, das ist auch richtig nice. Jetzt spielen wir zwar gegen Blau, aber hey, was soll's. Ich sehe übrigens, die Farbe vom Helm verändert sich mit der Tintenfarbe. Also werde ich sagen, oh, Kip, du bist aber ein Splatoon-YouTuber. Hast du das nicht schon früher gemerkt? Lullhund, der Lullhund. Natürlich habe ich das gemerkt, aber das fällt mir jetzt halt gerade wieder auf. Und ich mag diese Farbe ganz besonders, weil dann habe ich auch orangene Tentakel, rote Haare. Das ist richtig, richtig nice. Ja, und übrigens, mein Angebot steht, also mein Aufruf steht, geht alle auf Venzios Kanal und guckt alle Videos an. Vor allem von Nix wie weg vom Planeten Erde. Das Video ist es nämlich absolut episch. Also da hat er sich selbst übertroffen. Das müsst ihr unbedingt angucken. Und natürlich von der Tag, an dem die Erde Feuer fing. Also diese Reviews, das sind wirklich die besten. Aber wenn euch andere Dinge mehr zu sagen, auch weggeblubbert, ach nö, Homer! Ja, jetzt wissen wir, was Homer macht. Das spielt Splatoon. Anstatt sich da um Bart und Lisa und Marge zu kümmern. Na toll. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Der Tag, an dem die Feuer fing, was wollte ich da sagen? Ich habe es vergessen. Da hat er sich selber getroffen. Also wirklich jedes Video angucken, durchlaufen lassen für den Algorithmus und auch jedes Video kommentieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Like geben. Und wenn ihr nicht wollt, dann eben nicht. Ist mir egal. Gell? Also, das wollte ich sagen für Leute, wo einen anderen Geschmack haben. Video über Alpha und Omega. Übrigens ein sehr, sehr schöner Animationsfilm, den ich auch schon gesehen habe. Jetzt war ich gefreezed. Den ich auch schon gesehen habe. Ein wirklich sehr, sehr schöner Animationsfilm. Sehr lustig. Etwas für die ganze Familie. Und da geht es um zwei Wölfe, die heißen Alpha und Omega. Ja. Das ist wie die Zeichen, wie diese Kinderserie aus der DDR. Ein Hund und vier Panzersoldaten. Um was geht's? Um einen Hund mit vier Panzersoldaten. Ich habe gegoogelt, die Serie gab es wirklich. So, wie Lolek rennt zu Bolek. So, die letzten Sekunden entscheiden. Win oder lose, win oder lose. Ach, wir haben sowieso schon gewonnen. Wir haben sowieso schon gewonnen. Ich habe alles erreicht. 1000 Abonnenten. 1000 Färbpunkte. Waren es 1000 Färbpunkte? Und die Map sieht richtig toll aus. Die sieht nur gut aus, wenn sie richtig schön eingefärbt ist und wenn alles schön voll gesplattelt ist. Und Homer. Ja, der Homer, der ist ja ein cooler Dude hier. Ja. Mit dieser Sonnenbrille muss man GTA spielen. Da muss man Kopf bei GTA spielen. So sieht's aus. Ja. Ah doch, über 1000 waren's. Ja, wunderbar. So, Peng, ich mach Schluss für heute. Lieben Leute, ich muss gucken, ob die Gummistiefel noch da sind. Die sind noch da. Die sind immer da. Also ich glaube, das verändert sich auch nicht. Warum habe ich die nie gesehen? Ich mache mir ja mal ein paar Fotos. Fotos, Erinnerungsfotos fürs Album, Feuerwehrhelm und Gummistiefel bei den Gummistiefeln. Ja, die hängen da zum Trocknen, zum Ausdünsten. Ja, so richtig schön ranzoomen. Ja, ich glaube, das wird Thumbnail. Das wird das Thumbnail. Wie der Kip einfach so vor Gummistiefeln steht und das Video heißt einfach ganz groß Splatfest gewonnen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja. So, mitten rein im Getümmel und ich spiele nochmal Blau und das ist dann auch schon das letzte Game für dieses Video. Es geht eh schon viel zu lang. Auch wieder, ich glaube, sogar unter einer Stunde. Habe ja gesagt, die Videos über das Splatfest sollen diesmal so zwei mal eine Stunde gehen. Es war wirklich ein sehr chaotisches Splatfest. Es war irgendwie, vielleicht
Vielleicht war es aber auch das Wetter. Vielleicht ist es auch das Wetter, diese Hitze, wenn man hier ständig schwitzt und alles so irgendwie so, bläh, das ist so, nee, also das macht irgendwie, dann macht auch Splatoon irgendwie nicht so wirklich Spaß. Naja, eigentlich soll es schon Spaß machen. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Zum Schluss hier nochmal ein Sieg. Rangeklotzt, zack, bam. Wenn ihr jetzt sagt, so, ey, Kip, warum zeigst du nicht das ganze Spiel? Ja, hast du recht, in den nächsten Videos kommen wieder die ganzen Spiele. Richtig, ich habe es jetzt hier nur mal ein bisschen zusammengeschnitten. Ja, huhu, der winkt nochmal schön. So, Aufnahme gesichert. So, das war's mit Splatoon und mit dem Splatfest-Ergebnis und mit allem drum und dran und, ja. Ich spiele hier nochmal eine Runde, aber ich verabschiede mich schon mal aus dem Video. Es hat mich gefreut. Ich stelle mich hier mal unter die Dusche. Es hat mich gefreut. Wie gesagt, supportet gerne den Venzio. Das ist ein ganz toller YouTuber. Der macht richtig tolle Videos. Und natürlich dürft ihr auch bei mir ein Abo und da lassen und die Glocke aktivieren. Dann bimmelt es jedes Mal bei euch, wenn ich ein neues Video hochlade. Das ist ja richtig toll. Und übrigens, das wissen auch nicht alle. Alles kostenlos. Jawoll. Also kostenlos für euch. Und für mich auch. Das war's. Kipp Supernova over and out. So, und ich splätte hier noch ein bisschen rum. Ja, und gehe noch duschen. Ja, tschüss.